Moin und herzlich willkommen beim Zockerpansen. Ich bin's wieder, Anna, und ich sitze hier wieder mit meinem Göttergarten. Dem Lars. Wir sind wieder bei Surviving Mars, haben geschafft, dass alles schief geht, was schief gehen kann. Also können wir auch weiter erstmal die Kuppel auf Bewohner ausbauen, weil was soll passieren, außer dass sie sterben? Ja, Mensch, gerade wie du Göttergarten gesagt hast, das klang, also ich hatte eine starke Assoziation mit Götterspeise. Du hast direkt Hunger. Du hast, ja. Was sonst? Ja, was soll ich sagen? Ich friste hier ein furchtbares, bierloses Dasein. Und warum hast du dir kein Bier geholt zwischen den Aufnahmen? Weil wir keins mehr haben. Wir wollten aufnehmen und du hast dir kein Bier gekauft? Tja. Du bist nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Ja, ich bin nüchtern. Das ist das Problem. Deswegen. This is the reason. Der Mann ist nüchtern. So, ich baue erstmal alles wie unten eine Bar. Ja, das bitte hier, ne? Weltraumbar ist. So. Das ist das Feines. Es können wieder neue Technologien erforscht werden. Angepasste Sonden, Mars. Mars-Triebwerke. Ich habe Mars-Triebwerke gelesen. Drohnenschwamm, hygroskopische Vaporatoren, systematische Ausbildung. Aber es dauert hier noch ewig, bis wir hier mit der Produktivitätsausbildung fertig sind. Das ja, ich weiß nicht. Wir forschen irgendwie langsamer als alle anderen. Woran liegt es eigentlich? Weil wir keine Forschung für Geld ausgelagert haben, weil wir von Start auf eine schlechte Forschung haben und weil wir noch kein Forschungslabor in der Kuppel haben, was wir mit Menschen betreiben können. Verdammte Axt. Können wir da nicht Geld reinpumpen? Können wir, aber dann können wir bald keine Sachen mehr von unten holen. Hm. Ja. Von unten? Ja, von der Erde. Ach so. Oder von oben oder von links, rechts, quer im Raum. Ach, ist das angenehm, wenn das alles mal so ein bisschen schneller flitzt. Vor allem da unten die Windtriebwerke. Das wird ganz schwummrig. Was sagt denn unser Strom? Strömchen funktioniert noch. Wasser arbeitet ein bisschen in Defizit, arbeitet hier. Treibstoff produzieren wir. Wasser könnten wir jetzt wahrscheinlich eine zweite Schicht mal wieder anmachen. Stimmt. Ah, nee. Jetzt sind wir schon wieder im Strom-Minus. Warum eigentlich? Wir produzieren doch so viel. Kommt das nicht an? Ich habe noch eine Schicht eingeschaltet. Vielleicht sollten wir durchaus noch... Ein ganzes Gebäude funktioniert nicht. Was denn nun schon wieder? Das werden wir gleich feststellen. Aber Regel Nummer 1, man kann nie genug Strom haben. Nee. Richtig. Strom wird teurer nächstes Jahr, habe ich gelesen. Lese ich irgendwie jedes Jahr. Ja. Guck, jetzt sind wir schon 7 im Defizit. Das heißt, wir müssen auch eigentlich, müssen wir schaffen, entweder über Tag so viel zu speichern, dass wir das Nachtdefizit ausgleichen können. Schaut es denn aus, wie viele Akkus haben wir denn? Akkus haben wir bisher genug. Wir produzieren noch nicht genug Strom. Um sie voll zu machen. Correction. Tja, dabei steht ja so viel. So, Lager. Sektor G7 wurde gescannt und wir haben eine neue Anomalie gefunden. Juhu! Könntest du gleich mal gucken, was das Feines ist? Ja, natürlich funktioniert das nicht, weil keine Arbeiter. So, wo ist denn Forschung. Unser Erkunder? Das sind doch Forschungspunkte, oder? Oder er schaltet was frei, was wir erforschen auch können. Nicht schlecht, nehmen wir auch. So. Unser Transporter hat gerade nichts zu tun. Dann kann er ja mal die Ressourcen... entladen. Die Jutenpolymere, die wir gerade abgestaubt haben. Die wir hochgeholt haben. Mhm. Oder ist das Lager voll? Bing, 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 bing. Ach, ist das herrlich. Das Lager ist voll. Hu, hu, hu. Gleich wieder verwendet. Wie kleine fleißige Bienen. So. Jetzt haben wir wieder Forschungspunkte erhalten. Gar nicht wir so hatten wenig. Hier oben noch irgendwo Metalle gefunden. Ah, was ist das Feines? Metalle.
Ja, super, gleich einsacken. Stimmt, die hat es beim letzten Mal mit dem Scanner freigelegt, richtig, ne? Richtig. Richtig. Oh, das war doch sehr knapp gerade, oder? Sehe ich das richtig? Ging. Schön, dass das so spektakulär passiert ist, als wir auf der Karte waren. So. Warum baust du nicht? Brauchst du Metalle? Ja, die holen wir jetzt gerade. Vielleicht sollten wir hier in die Nähe auch noch ein Lager bauen. Das ist gut für die Moral, wenn die Spacebar fertig ist. Da oben wird eingejoinkt. Ah, wir haben die Magnetfilterung abgeschlossen in der Forschung. Was steht als nächstes auf dem Programm? Warte. Tolle stirbt ist. Warte. Ich mach mal ganz kurz Pause, bevor mir hier alles wegrennt, was ich machen wollte. Die Transportoptimierung kommt. Ah. Das haben wir, das wollten wir noch. Mhm. Wollen wir Geld generieren? Ist es das schon wert? Ist es das immer wert, Geld zu generieren, ne? Naja, ich glaube, an Geld scheitert es bei uns gerade nicht, oder? Wir können 1000 Forschungspunkte auslagern für 200 Mille. Wie viel haben wir denn? 3,9 Milliarden. Ja, hau raus. Oder wir lagern 5000 aus. War auch das. Hau raus, Mama. Wir arbeiten an dem, was Lars sagt. Ihr habt's ja gehört. So, das war aber nicht das, was ich eigentlich gucken wollte. Wir haben wieder eine volle Rakete. Und das ist ausnahmsweise mal keine Metapher für irgendwas. So, holen wir uns noch einen Ernter dazu? Oder noch einen Erkunder? Weiß ich nicht. Ach nee, den müssen wir mitnehmen, ne? Das ist das, was wir immer mitnehmen ja, müssen. Ja, genau. Da gäbe es einen Durchbruch und bei dem anderen weiß man nicht. Schicken wir unseren Ernter mit auf das Risiko hin, dass er kaputt geht. Ich sag da jetzt nichts mehr zu. Wolltest du die nicht einfach eigentlich gen Erde schicken? Nee, wir schicken... Ja. Wir schicken jetzt scheinbar ein freier Rover. Okay. Wir schicken gleich den Ernter mit. Ist der gerade irgendwie blockiert? Wir haben gerade auf Pause geschaltet. Okay. Das erklärt das. Genau. Ich überlege aber nur, wann wir hier die Kolonisten hochholen. Nur wir haben gerade 200 Beton in Reserve. Also Projekt Brutalismus läuft. Genau das. Und dann dachte ich, wir gönnen uns jetzt mal das Späßchen. Nachdem wir jetzt kapiert haben, wie das hier funktioniert. Da geht die Klappe zu. Jetzt geht unser Ernter gerade mit. Er war mir eh nie sympathisch. Was machst du? Der da oben? Oh, der ist immer noch beschäftigt. Sehr gut. Da ist doch auch noch was, genau. Richtig. Aber wir sammeln ja gerade erstmal da. Da, guck mal da. Achso, das ist eine Ernte. Ja. Ah.
Woran scheitert es denn schon wieder? Haben wir schon wieder. Nee, nein, ich überlege gerade, ob wir eine Passagierrakete holen oder nicht. Entschuldige, ich denke heute wieder zu langsam. Und zu leise vor allen Dingen. Das könnte auch ein Problem sein. Wir haben Strom, wir haben Wasserüberschuss. Was sagt unser Sauerstoff? Wir haben Sauerstoff. Wir haben Wasser in Reserve. Strom haben wir auch in Reserve. Wir müssten. Aber wir haben tatsächlich. Da fallen die Metalle, aber die kriegen wir ja bald. Da kriegen wir ja bald welche. Genau. Wir haben tatsächlich mal Strom gespeichert. Wie haben wir das geschafft? Gehen wir den Stromvorrat. Wir könnten jetzt. Du da schmeißt erstmal die Ressourcen dahin. Das könnte auch so ein 70er-Jahre-Schlager sein, ne? Du da schmeißt erstmal die Ressourcen dahin. Genau. Dann laden wir hier alle Ressourcen ein. Alles, was du findest. Da hast du ihm jetzt einen Sammelauftrag gegeben, oder ja. Was hast du gerade gemacht? Ich habe ihm jetzt gesagt, er soll alles, was in dem Gebiet ist, abgrasen und da hinten wieder ausladen. Gut. Nochmal danke, Schrödinger. Wir machen es quasi nach dir. So. Dann holen wir wohl die ersten Passagiere, wenn wir noch irgendwie an China dranbleiben sollen, selbst wenn sie sterben. Ja gut, das ist ein Risiko, das ich gewillt bin einzugehen. Das ist mir klar. Es wurden 12 ausgewählt. Wissenschaftler, Ingenieure. Wir haben 12 Bewerber. Wir haben passende Bewerber 74. Wir sollten filtern. Und zwar sollten wir bestimmte Schwächen rausnehmen. Ja. Saufen können sie, wir haben eine Bar. Ja. Sie trinken dann zwar ab und zu, aber Nerven zusammen, wo sie sind. Feigling brauchen wir nicht. Spieler. Wir haben kein Casino. Vielfraß ist immer schlecht. Irgendwie sind da nur negative Eigenschaften aufgeführt. Wir gucken auch gerade bei den Schwächen. Ach so. So. Hypochonder. Du musst ja mal gucken, was. Wir haben keine Medizinstation bisher an Bord. Idiot ist immer schlecht. Einzelgänger. 12 Einzelgäner wären super. Es ist egal, weil wir haben am Anfang noch nicht mehr als 30 Einwohner. Ach so. Und im Zweifel können wir sie später auslagern. Gut. Faul ist immer schlecht. Melancholiker. Warum stehen überhaupt Idioten auf der Liste? Wer hat die Liste zusammengestellt? Ein Idiot? So. Komm, Schatz, wir sind die erste Mars-Mission, die komplett nur mit Idioten läuft. Ja. Wir wollen keine Touristen. Weil sie bringen nur Geld. Und bringen ansonsten andere negative Eigenschaften. Und bringen nur Geld, aber das können wir uns noch nicht erlauben. Veganer wollen wir aus Prinzip nicht. Ach, Veganer ist nichts Schlimmes. Das sind nur die Eigenarten, das ist okay. Stärken. Ah, sehr gut. Promis nehmen wir gerne. Partylöwen. Und Gamer. Gamer können auf dem Mars. Können wir aber, die Stärke können wir. Wir können sie noch nicht zocken lassen. Botaniker 2 von 7, das ist okay. 3 Ingenieur brauchen wir irgendwann. Ich weiß, man könnte es besser zusammenstellen, aber dann guckt ihr euch jetzt wieder 30 Stunden Micromanaging an. Also nehmen wir das jetzt so. Das ist doch eine gute Mischung. Warte mal, da sind keine Wissenschaftler dabei. Warum? Sind das alles Idioten? Jetzt haben wir gar nichts mehr an Bord gerade, kann das sein? Yeah.
Ah, jetzt haben wir 8 Wissenschaftler. Großartig. Keine Botaniker, ein Ingenieur. Das ist ohne Botaniker geht nicht. Für den... Jawohl. 5. Keine Ingenieure, keine Geologen. Keine Mediziner, keine Offiziere. Brauchen wir Ingenieure? Ich brauche nicht, ich weiß jetzt gerade nicht für den Edelmetallabbau, ob wir dann Ingenieure oder Geologen brauchen. Ich weiß auch nicht, ob wir nicht lieber keine Spezialisierung am Anfang nehmen und keine, also Botaniker brauchen wir, aber ob wir Wissenschaftler... Mach doch eine gesunde Mischung. Schmeiß auch irgendwie 2 Wissenschaftler raus und nimm noch einen Ingenieur und einen Geologen mit. Einfach manuell. Keine Spezialisierung, Ingenieur, Geologe, Botaniker. Ein Mediziner, ja, nehmen wir so mit. Ja, aber das ist jetzt kein Wissenschaftler dabei. Ja, ne? Aber da, wir haben momentan noch keine Forschungsstation. Ja, dann hau rein. Sonst müssen da andere Leute arbeiten. Oh, da ist schon wieder ein Meteorit runtergekommen. Mit Metall. Metall. Finde ich gerade gut. Wir wollen uns ja jetzt nicht beschweren. Nee, solange der Kram nicht auf unsere Kuppel fällt. Deine Aufmerksamkeit. Ah! Die Expedition hat das Signal aus mathematischen Folgen genau zurückverfolgt und dabei eine kleine Sonde im Sand entdeckt. Als wir uns mit der Drohne annäherten, stellten sie eine Nachricht aus komplexen Chiffren und Codes dar. Sie sind definitiv menschlichen Ursprungs, aber eine Frage bleibt immer noch offen. Wer hat sie hierher gebracht? Was soll diese Nachricht bedeuten? Was steckt hinter all dem? Offen. Es wurde eine neue Technologie entdeckt. Korrigierst du mich gerade? Nee. Die Chiffre. Erforsche sie, um die Bedeutung des Signals zu entziffern. Interessant. Was hat das jetzt gebracht? Wir haben was Neues freigeschaltet in der Forschung. Transportoptimierung. Das ist, weil wir... Wo ist denn hier? Mhm. Wir geben es mit rein, auch wenn es erstmal teuer ist. Ja. So, kommt die Raketen jetzt? Kommen jetzt alle Raketen zurück? Ja. Oh, das geht ja relativ fix. Ist ja auch auf dem Mars und nicht auf der Erde. Stimmt. Weniger Bürokratie. Das ist das, das ist das, das ist das. Wir haben alles in der Kuppel gebaut. Wir haben eine Space-Kneipe, Schatz. Können uns zurücklehnen und unser Business aufmachen. Ja, und China hat beinahe schon wieder einen Meilenstein abgeschlossen. Hm. Goodbye Deutschland Mars. Wir machen eine Kneipe auf Mars auf. Seid ihr davon? Ich wollte eine Boutique aufmachen. Können wir übrigens hier auch machen. So mit so Löffelchenketten und so? Wahrscheinlich. Bereit zur Ladung. Und nebenher ein Restaurant. Was sonst? Was sonst bitte? Joink. Here we go. Und schon kriegen wir unseren Abbauer wieder. Bing! So, und was hat uns das dir jetzt gebracht? Das, was wir eben gemacht haben. Ach so. Ach so, ja. Da war ja was, oder wie? Das kam daher. Na gut. Ja. Ich glaube, wir brauchen hier bald noch ein Betonlager, wa? Ist jetzt noch mal eins mit weiter hoch, damit es auch im anderen Drohnenbereich ist. So, dann warten wir mal wieder, bis betankt ist, ne? Ja, das erste, was wir auf den Mars schicken werden, werden dann wahrscheinlich 3D-Drucker, Beton-3D-Drucker sein. Einfach um Gebäude hochzuziehen. Also, jetzt in der Realität. Ja, aber wir sind ja nicht in der Realität. Was? So, aber haben wir tatsächlich was abgeschoben? Wo sind denn hier schon wieder meine Meilensteine? Das wird China hat gewonnen. Wahrscheinlich gewinnen sie gleich das. Ja, aber wie ist es ein Mädchen?
Ich glaube, China macht nicht mehr die Ein-Kind-Politik. Ja, die wurde abgeschafft. Ich weiß, es war ein einfacher Gag. Ich lache nicht mehr über deine einfachen Gags. Wir sind verheiratet, ich muss es nicht mehr. Du lachst auch nicht über meine Premium-Gags. Das tut keiner. Oh, eine neue Anomalie. Ich habe mir sagen lassen, dass YouTube mich sehr witzig findet. Von wem? Von Tonne? Von YouTube. Von YouTube. Du glaubst aber auch alles, was man dir erzählt, ne? Ja. 6 andere Google-Accounts schreiben mir, dass ich toll bin. Und 7 andere besitzt du. Das hieß, ich würde mit einem Account mich nicht loben. Das ist das nicht korrekt? Schön, dass du drüber nachdenken musstest. Guck mal, hier haben wir auch noch mal Wasser wenigstens gefunden. Wasser ist immer gut, wenn wir mal Wasser brauchen, Wasser brauchen, Wasser brauchen. Also wir haben eine ganze Menge Zeug gefunden. Unsere Stromdefizit haben wir geschafft. Wir haben ein paar Forschungserfolge gekriegt. Genau, ja. Wir haben viel zu wenig elektronische Geräte. Ja, wir haben endlich eine Spacebar. Ich würde sagen, das alleine ist schon Grund zu feiern. Und wir haben gerade wieder einen Sektor gescannt. Richtig, und wir haben 4 Gebäude, die nicht funktionieren, weil sie keine Arbeiter haben. Aber das liegt daran, weil die Rakete noch nicht oben ist. Ja, aber guck mal, auf so einem Hoch können wir die Episode dann ja auch beenden. Mit diesen Worten wünschen wir euch noch einen schönen Abend, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hey, freut uns, dass du reingeschaut hast. Wenn du noch mehr zum Thema sehen möchtest, gibt es hier links und rechts Playlisten, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wir würden uns auch irrsinnig über ein Abo freuen. Also klick doch einfach auf die Kuh und lass uns eins da. Bis dahin erstmal reingehauen.